Hey Jum, sag mal, bist du eigentlich auch Judy-Fan? Wenn du einer bist, dann soll ich dir von Judy ausrichten, dass sie sich einen Daumen nach oben für dieses Video von dir wünscht. Also ehrlich, das hat sie mir eben genauso gesagt. Aber mal im Ernst, Judy ist der Liebling der Community und ich denke, viele halten die Mission Pyramid, in der man mit Judy tauchen geht, als eine der besten im Spiel. Zumindest habe ich noch niemanden gehört, der die Mission jetzt total schlecht fand. Tatsächlich gab es aber schon vorangeschrittene Pläne für eine ganz andere Mission, die einen völlig anderen Ablauf haben sollte. Dabei ging es darum, dass Judy V dazu einlädt, gemeinsam eine Karre zu reparieren. Wie eine Karre reparieren? Nun, Questdesigner Sarah Krümmer und Storywriter Magdalena Zirk hatten die Idee, dass Judy einen alten Feuerwehrtruck findet, den sie dann gemeinsam mit V wieder flott macht. Bei der anschließenden Testfahrt sollte es dann Ärger mit der Polizei geben. Aufmerksam, Jooms da draußen wird nun ein Licht aufgehen. Moment, das habe ich doch schon irgendwo mal gehört bzw. gelesen. Richtig, und zwar findet sich auf Judys Computer folgende E-Mail. Ich würde gerne wissen, ob sich was wegen einer unrechtmäßigen Jugendhaft tun lässt, die ich mit 16 Jahren absitzen musste. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man mir irgendeine Art Entschädigung schuldig ist. Für den Fall suche ich nach einem Anwalt, dem ich 10% der Entschädigungssumme anbiete. Hallo, können Sie mir bitte weitere Informationen geben? Warum sind Sie sich sicher, dass die Strafe unrechtmäßig war? Ich wurde für den Diebstahl eines Feuerwehrautos und die illegale Nutzung eines Feuerwehrgrundstücks verurteilt. Nur habe ich das Auto gar nicht geklaut. Ich habe es auf einem Schrottplatz gefunden und wieder auf Vordermann gebracht. Für das Ganze habe ich zwar ein halbes Jahr gebraucht, aber am Ende war das Ding besser als fabrikneu. Die haben mich bei meiner ersten Fahrt eingelocht. Niemand hat mir geglaubt, dass ich den Wagen gestohlen habe. Eine Entschädigung vom Stadtrat zu erkämpfen ist extrem schwierig und meiner Ansicht nach nicht der Mühe wert. Sie glauben mir also auch nicht? Na danke für gar nichts. Die Geschichte, die Judy da schildert, ist die ehemals geplante Mission. Das Ganze wurde auch von Pavel Sasko bestätigt, wie wir hier hören können. Do you see what it is? This symbol there that she has tattooed on her hair? Get it together. Oh, thanks Judy. So that symbol is a fire truck, of course, right? So guys, the reason why this fire truck is here, and this is a very interesting story. Like very early, basically, with the when we've been like experimenting and so on with the game, one of the versions of the story that in this case, Sarah, who's a quest designer, and Magda, who is a writer, so Sarah Grimmer and Magda Zich, they proposed a version basically of what happens in that email. So we've been like tinkering with a version, okay, maybe it should be like this, that Judy has her fire truck, and basically you fix that fire truck with her, and you like drive that fire truck and you get busted on the way. So that is one of the reasons, and that's why it's mentioned here, and that's why Judy has a tattoo. About it. So. Wahrscheinlich hätte die Mission am Ende den gleichen Zweck gehabt, nämlich eine Verbindung zwischen den beiden zu schaffen, aufgrund der es dann zu einer Romanze kommen kann. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Art und Weise, wie V bei der Reparatur und später bei Problemen reagiert hätte, den Ausschlag gegeben hätte, ob es zu einer Romanze kommt oder eben nicht. Schließlich hat man sich aber gegen eine Feuerwehr-Truck-Mission und für Pyramid, also eine Schwimmmission, entschieden, die dann nochmal deutlich aufwendiger war. Der emotionale Part resultierte dort aus den Erinnerungen von Judy, dem beinahe Ableben von V und der Nachricht aus dem Clouds, was insgesamt ziemlich intensiv war. Ich denke, dass CD Projekt Red hier auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen hat. Oder hättest du lieber eine Feuerwehr-Truck-Mission gesehen? Trotzdem fand die Geschichte letztendlich doch ihren Weg ins Spiel, und zwar als ein Ereignis aus Judys Vergangenheit, womit eben nun das Feuerwehr-Truck-Tattoo erklärt wird. Judy ist demnach stolz auf ihre Leistung, aus einem Stück Schrott wieder etwas beinahe Neues erschaffen zu haben. Doch diese Motivation erschien mir immer etwas schwach, zumal die Sache ja ungerecht für sie endete. Aber wahrscheinlich hatte das Tattoo vorher tatsächlich einen klaren Bezug zu V und eben dem gemeinsamen Erlebnis. Demnach hätte Judy ihr Feuerwehr-Truck-Tattoo vermutlich erst später bekommen, und zwar nachdem V und Judy ein Paar geworden sind. Dann hätte das Tattoo direkt eine ganz andere und vor allem tiefere Bedeutung, und dann wäre auch die Motivation dahinter völlig klar. Ich denke, man hat Judy dann das Tattoo einfach gelassen, da man ja den Verweis auf die Geschichte hatte, und somit hat CD Projekt Red direkt auch noch ein kleines Easter Egg geschaffen, das einem nur dann klar wird, wenn man eben die Erklärung des damaligen Questdesigners Pavel Sasko kennt. Kanntest du diesen Fakt schon oder nicht? Schreib es in die Kommentare, und damit bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.
Die Codes da unten sind für dich. Du kannst bei der ersten Bestellung 5 Euro sparen oder 10% bei jeder Bestellung. So hast du etwas davon und ich natürlich auch, weil ich dann eine kleine Provision bekomme, wodurch du mich dann ganz nebenbei auch noch unterstützen kannst. Einen Link zum Holy Shop findest du in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir viel Spaß beim Energieeinkaufen.